Auch den Besten passieren mal Fehler. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Top 10 schlechtesten Folgen von guten Anime-Serien. You two know each other? Who are you again? Bevor wir anfangen, wir veröffentlichen jeden Tag neue Videos. Abonniert doch unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. In dieser Liste sehen wir uns einzelne Folgen an, die für ihre schlechte Animation oder Storytelling bekannt sind und einen Fleck auf weißen Westen von ansonsten guten Serien hinterlassen. Macht euch bereit für Enttäuschungen und ein paar Spoiler. It's all ancient history now. We really ought to let it go. Nummer 10. Game Start. My Hero Academia. The school has granted you permission. You're allowed to use the pool until 5 p.m. Thanks! You won't regret this, sir! Der Hype für die dritte Staffel dieser epischen Serie hätte kaum größer sein können. Und bisher hat sie die Erwartungen der Fans sogar übertroffen. Trotzdem war für den Start scheinbar eine eher schwache Recap-Folge nötig. There are times I still can't believe this is my life. That the number one hero in the world chose to pass his quirk one for all onto me. Am Anfang würde man gar keine schlechte Folge erwarten, als die Charaktere am Pool ihre Abenteuer Revue passieren lassen. It looks like you could use a break. You're probably right. Thanks. Und obwohl es der Story keinen Abbruch tut, nimmt es erstmal viel Wind aus den Segeln. Und wir sehen nicht mal das finale Schwimmrennen. Hurry up and go home. Come on, just one second. We're finally getting to the good part. Are you questioning me? Nummer 9. Hier kommt der Schnick-Schnack-Schnuck-Junge. Jojo's Bizarre Adventure. Diamond is Unbreakable. Dadurch, wie verrückt manche Szenarien sind, die Josuke täglich erlebt, haben wir uns auf jeden Fall schon an ein gewisses Level gewöhnt. Nee, chotto! Hm? Oh. Aber manche Szenarien sind auch einfach langweilig. Ken Oyanagi kam sehr nervig und unnötig rüber. Und außerdem dreht es sich nur um Schnick, Schnack, Schnuck, was irgendwie lame ist. Wir wollen in dieser Serie absolut durchgedrehte Bösewichte sehen und nicht, wie die Charaktere ein Kinderspiel spielen. Nummer 8. Chopper Man in Action. One Piece. Komm schon, One Piece, das kannst du besser. That really hurt. Why are you so mean to me? Wir kommen mit gelegentlichen Lückenfüllerfolgen klar, solange sie ein bisschen interessant sind. Aber braucht es wirklich eine Story darüber, wie Chopper gegen gruselige Versionen seiner Freunde wrestelt? Es reicht, ein bisschen Hintergrundstory über die Nebencharaktere zu zeigen. Aber uns interessiert die Hauptstory viel mehr. Hier sieht man, dass nicht einmal der große Minoru Suzuki eine schlechte Folge retten kann. How dare you hurt Chopperman's feelings, you heartless monster! Minoru rushes in like the wind and blows Usajapa away! Nummer 7. Ein kleiner Stadtbummel. Yu-Gi-Oh! Excited, are we? I guess you could say that, yes! Weil es sich jeder gewünscht hat. Eine Teagarden-Erfolge, in der ein Dance Dance Revolution Contest vorkommt. Whoa, you two are off the hook. Nichts gegen T. Wir finden nur manchmal ihre Reden über Freundschaft beunruhigend. Aber musste sie wirklich auf ein Date mit Yami gehen? These cards are both very powerful. He seems to be cheering up. Und als es fast nicht mehr lächerlicher werden konnte, muss sie auch noch gegen Johnny Stepp antreten, der wahrscheinlich den Titel für den unnötigsten Nebencharakter der Serie holt. Sogar noch verdienter als Rebecca. Nummer 6. Endless Eight, Teil 7. Die Melancholie der Haruhi Suzumiya. It felt like we'd had that exact same conversation once before. Kinda like déjà vu or something. Gerade als man dachte, man wäre entkommen und es wäre ein Ende in Sicht, zieht uns Mrs. Suzumiya wieder voll rein. Yeah. That's right. She shows up and says, "These two guys are my brigade members. They do what I say. So if you want something, you can ask them." Dieser legendäre Storybogen, bekannt als Endless Eight, begleitet die SOS-Brigade, wie sie den gleichen Tag wieder und wieder durchlebt, ohne es zu merken. Während das passiert, werden wir eingeweiht, als wir sie über 8 Folgen das gleiche tun sehen. Seriously, who's gonna believe that? Well, for starters, we were sort of hoping you would believe it. Warum ist Teil 7 besonders schlimm? Weil er einen so sehr quält. Für einen kleinen Moment sieht es so aus, als würde Kion endlich realisieren, was das Ganze verursacht. Nur um dann von neu zu beginnen.
Verdammt, Kion. What was it? What's she been saying all this time? I don't know. I can't remember. Nummer 5. Auch mit vielen Gesichtern bist du kein starker Typ. Gurren Lagann. You're gonna kill me! What are those people doing down there? Come on, Simon, combine! Cut it out, bro! Eigentlich schade, dass die erste Episode mit Kitan so sehr gehasst wird. Brotherly combining! Gurren Lagann! Das hat zum einen damit zu tun, dass es fast nur darum geht, dass Kamina sich wie ein Idiot aufführt. Hassen die meisten die Episode für die fürchterliche Animation, für die der Gastregisseur Osamu Kobayashi verantwortlich ist. Whatever, let's eat these things anyway. They're pretty uppity for a bunch of hairballs. We're not hairballs, jerk! Zum Glück wurde die Serie von hier aus deutlich besser. Aber man muss zugeben, dass sich das Team mit der Folge eine ziemliche Grube gegraben hat. Thinking about it embarrasses me. We were lame. Nummer 4. Goku gegen Arali. Zerstört ihr verrückter Kampf die Erde? Dragon Ball Super. What the heck's going on here? Abgesehen von den epischen Kämpfen versteht das Dragon Ball Franchise auf jeden Fall, wie man ab und zu einen guten Witz einbaut. I was so upset about being snubbed, I escaped from the home for infinite losers just to get my vengeance. Well, that's an unscientific thing for a scientist to do. Trotzdem heißt das nicht, dass sie ein Crossover mit einer Serie wie Dr. Slump machen sollten. Nichts gegen die Arbeit von Akira Toriyama, aber dass Arela Vegeta fertig macht und Tango Goku passen nicht zusammen. Es ist immerhin das Mädchen, das den Mond mit einem Stein zerstört hat. Ihre unmögliche Stärke und übertriebener Humor sind einfach zu albern für Dragon Ball. Ja, richtig gehört. But sir... Get me back home, Whis! Now! Nummer 3. Magma-Taucher. Neon Genesis Evangelion. Forget it! I won't do it! I'm not appearing in public in this stupid thing! This is the sort of thing you have Shinji for! Und ihr dachtet, Shinjis Glückszeit war das Entwürdigendste, was die Serie hervorgebracht hat? Zwei Wörter. Thermale Ausdehnung. Sie haben es nicht nur geschafft, einen Kampf in einem Vulkan langweilig zu machen, sondern haben auch ein Paradebeispiel für Fanservice geliefert. Look, if I were to warm up my breasts with my hands, do you think they'd grow bigger or smaller? I don't know. I don't think about things like that. Es gab auch vorher schon sexuelle Momente, aber da hatten sie auch einen Sinn. Hier geht's nur darum, wie lange Asuka und Misato brauchen, bis Shinji einen hochbekommt. Entspannt euch mal, Ladies. Thermal expansion. Nummer 2. Die Armee der Mütterallianz. Naruto Shippuden. So treffen wir uns also wieder. Wenn es um Lückenfüller geht, kommt nichts an Naruto heran. Von all den verrückten, dummen und sinnlosen Momenten in der Serie kann keiner das eine Mal toppen, als eine Gruppe Mütter aus dem Blätterdorf sich zusammenschloss, um Sumo-Kämpfer zu verprügeln. Was zur Hölle? Wir sind in der Mitte des großen Ninja-Kriegs und ihr habt Zeit, uns so einen Mist fortzusetzen? Wir wollen gar nicht wissen, was für Blätter die Autoren geraucht haben, als sie die Folge geschrieben haben. Da hätten wir lieber eine Rückkehr des Ninja-Strauß. Nummer 1. Tsukurus Doens Insel. Mobile Suit Gundam. Wenn eine Folge so schlecht ist, dass die Macher der Serie sich Mühe geben, die Ausstrahlung zu verhindern, weiß man, dass man den heiligen Gral der Scheiße gefunden hat. Amuro und sein Gundam landen auf einer Insel. Er gerät in einen Hinterhalt von ein paar Gören und ein desertierter Seon-Soldat hilft ihm, ein paar Sakus zu besiegen. Und das alles sehr schlecht animiert. Was auf der Insel passiert, bleibt auf der Insel. Und wenn es nach uns geht, kann Tja diese Folge gerne ins Jenseits hauen. Stimmt ihr unserer Auswahl zu? Seht euch auch diese anderen Videos von WatchMojo an, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden.